Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64 in extra überlängendimensionale Folge zum Finale. So, dann schauen wir nochmal. Hier ist ein Kamek. Kommst du bitte runter? Mist, ich wollte eigentlich einen Erstangriff machen. Ach du heiliger Bimbom. Das sind mir ein bisschen zu viele Kameks. Mitglied wechseln, Bombette. Und dann einmal die Megabombe. Schon mal ein Kamek weg. Wenn ich jetzt von jedem 5 Schaden kriege, dann tut das weh. Selbst 4 Schaden tut weh. Selbst 4. Dann tut weh. Glück. Immer dieses Glück. Ich habe ein bisschen Schaden genommen. Aber das ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich ein bisschen, was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss mich gleich erstmal eine Runde heilen gehen. Ich bin doch noch ein Block mit Heilung. Die schicken uns doch nicht mit so wenig KP nach Bowser, oder? Andererseits sollte man alles zutrauen. Mit Level up rechne ich jetzt eher nicht mehr. Nice. Gerade noch von gesprochen. Hallöchen. Peach. Oh Mario, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin dir ja so dankbar. Oh, ich habe einfach den passenden Moment abgewartet und bin davon gelaufen. Ich muss gar nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich mich ja schon in Sicherheit befinde. Verstehst du? Kein Grund zu kämpfen. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ich werde dir folgen. Oh, au, bitte nicht. Wie kannst du nur? Lass uns jetzt nach Hause gehen, ja? Wir sollten den gleichen Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Ich werde dir folgen. Du bist nicht Peach. Du bist definitiv nicht die Peach. Wie kannst du nur? Du bist so grausam, Mario. Warum willst du mir wehtun? Ich werde dich bei König Bowser verpetzen, dass du so gemein zu mir bist. Nein, au, aufhören, bitte nicht. Hilf mir, König Bowser. Ich sagte, hör auf damit. Ach Mist, ich frage mich, wie du meine Verkleidung durchschaut hast. Sie war perfekt. Ja, da kann ich ja nur nichts gegen tun, ne? Dann mache ich dich halt eben ordentlich platt. Ich bin so verwirrt, dass du meine Verkleidung durchschaut hast, dass ich nicht mehr reden kann. Ich meine, wir sind hier eh noch am Anfang, also gebe ich hier mal ganz schön viele Blumenpunkte. Oh. Die Megabombe. Und mit den nächsten haben wir sind die weg. Oh Gott, verwandelt euch jetzt alle in Bombette? Das ist ein bisschen zu viele Bombettes hier. Ich einfach keine Erfahrungspunkte kriege. Wir sind ja eh noch hier. Also von daher. Bin gespannt, ob jetzt König Bowser kommt. Moment mal, hier kommt der Rivale. Junior Trooper. Ja, wie in aller Welt bist du so weit in die Festung vorgedrungen. Ich gratuliere, aber ich fürchte, dies ist das Ende deines Abenteuers. Meine Abwehr ist viel besser als die des anderen Wachtors. Deine Glückssträhne ist genau hier zu Ende. Kommt, Jungs. Nein, nicht Junior. Nein, 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 nicht die Koopa-Brüder. Jetzt kommen die Koopa-Brüder. Ich wette, du hättest nicht gedacht, dass du uns noch mal wieder siehst, was, Mario? Weißt doch noch, wer wir sind, oder? Ja, so ist es. Wir sind so cool, um vergessen zu werden. Wir sind ein blendender Eindruck. Jetzt werden sie dich so richtig kurz und klein schlagen. Na, möchtest du nun lieber abhauen, Wurm? Ich sag dir was, wenn du dich schlägst, darf so passieren. Natürlich hast du keine Chance, aber du kannst es zumindest mal versuchen. Ich glaub ja nicht, wir hätten nicht dazugelernt. Unsere Kraft übersteigt deine schlimmsten Albträume. Nachdem du uns verprügelt hast, haben wir eine neue Technik erlernt und jeden Tag fleißig trainiert. Wir sind einfach nur die Koopa-Brüder. Wir sind die super, ultra, hyper, giga, hypen, krassen, fetten, bonzo, schlunzen, fantastik, bombastik, Side-Eye-Koopa-Brüder. Pass auf, wie cool wir sein können. Wie? Oh, hab ich dich, Mario? Wow. Danke, Junior Trooper. Endlich gehörst du mir. Es war ein regelrechter Kampf, dich zu finden, weißt du? Aber heute, nach so langer Zeit, werde ich meine offene Rechnung mit dir begleichen. Und wenn nicht, leite ich das in Kasso auf dich. Es steht dir bevor, Mario, unser letzter Kampf. Nur einer von uns beiden wird den Kampffeld wieder verlassen. Komm, einfach nur, weil wir es können. Schon wieder Junior Trooper. Mann, der kleine Killer hat hier immer noch Eierschale hinter den Ohren. Maximaler KP 60, Angriffskraft 8, Verteidigung 2. Wow, er hat trainiert. Es scheint, als könnte er jetzt seine Form verändern. Man muss ihm für seine Bemühungen einfach bewundern. Er ist uns bis hierher gefolgt. Was für eine... Vor allem, wie ist er ja hochgekommen? Aber wie ist er überhaupt bis hierher gekommen? Meine Rede, Goombario. Das ist meine Rede. Aua. Aber du umgehst doch die Verteidigung. Verdammt! Oh. Okay, dann koste hiervon. Ultimative Kraft. Magic Wings. Kameks. booste mich jetzt einfach voll mit Angriff. Aua. Mal gucken, wie viel Schaden mache ich denn jetzt mittlerweile? Läuft. Mit. Okay, vielleicht etwas anders. Wie wär's damit? Ah, du bist immer noch gut drauf. Mist, Mist, Mist. Glaub gar nicht, du hättest gewonnen, Mario. Ich schwöre dir, das nächste Mal bist du sowas von drin. Du hast gesagt, das wäre der letzte Kampf. Huch. Nachdem du den Kerl geschlagen hast, der die Koopa-Brüder geschlagen hat, heißt das, dass du die Koopa-Brüder geschlagen hast? Nein, du hast ihn geschlagen, er hat sie geschlagen. Aber du kannst eigentlich keinen Finger... Du hast eigentlich keinen Finger krumm gemacht, um... Das ist zu verwirrend. Okay, gut. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Kerl und den Koopa-Brüdern ist nicht allzu groß. Nur das passieren. Du wirst es ohnehin nicht schaffen, die hässliche, fette Kröte, König Bowser zu besiegen. Lass dir die Ehre zuteil werden, von König Bowser persönlich geschlagen zu werden. Vorher noch Heilung. Gibt es zumindest einen Speicherpunkt. Aber scheinbar gibt es keine Heilung. Vielleicht gibt es ja da drin Heilung. Irgendwo hier vielleicht? I need a Heilung, please. I need a Heilung. Hier sind nur Kleider drin, bitte nicht öfter... Oh! Oh, Mario? Oh, wie schön, du bist gekommen, um mich zu retten, stimmt's? Oh, ich hatte solche Angst. Danke, dass du gekommen bist. Wenn du schon einmal hier bist... Oh ja, bitte, 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 ja. Ich habe ein Nickerchen bitter nötig. Ah. Schön. Voll geheilt. Bin gespannt, ob ich noch ein Level-Up kriege. So, dann. Hier nicht die Bibliothek, aber doch auch noch irgendwas, ne? Und das war nicht die Bibliothek. Hä? Dann war das hier die Bibliothek, oder? Weil hier oben war ja was. Ach, ein Lebenspilz, okay. Ich muss sagen, ich habe genug Lebenspilze. Mal gucken, was Goombario hier eigentlich dazu sagt. Dies ist die oberste Halle des Pilzpalastes. Es gibt hier so viele Türen, wo mag die Prinzessin nur sein? Mal schauen, liebe Leute. Ich denke mal, wir müssen einfach hier weiter. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Irgendwie ein bisschen unbewacht. Oh Mario, Hilfe! Wenn das nicht mein alter Kumpel Mario ist, ich habe auf dich gewartet. Ich bin erstaunt, dass du so weit gekommen bist. Wie schön für mich. Du hast schon viel zu lange für Unruhe gesorgt, kleiner Mann. Es wird eine Freude sein, dich eigenhändig zu zerquetschen. Zum zweiten Mal. Mario... Na, du kannst mich nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar. Haha, gut, Mario. Lass uns doch einen Blick auf deine sogenannten Kräfte werfen. Ja, bin ich voll für. Bowser, der böse König, endlich nach all der Zeit. Maximale KP 50, Verteidigung 1. Er beherrscht viele verschiedene Attacken, vom Feuerarten bis zu Stampfattacken. Feuerattacken 8, Stampfklauenattacke 6. Ich bin mir sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Junge, sieht er fies aus. Er ist ohnehin schon stark genug, aber er kann sicher den Sternstab einsetzen, um sich bis zur Unverwundbarkeit zu verstärken. Prinzessin Peach braucht uns. Schnappen wir ihn uns, Mario. Ich würde mal sagen, ich booste mich weiter, ne? Machen wir mal Kopfnuss. Also gut, jetzt wäre der Zeuge der Kraft des Sternenstaubs. MB wäre es mit... Nein. Sternstrahl. Man sagt, dies würde Bowser Sternstab schwächen. Was zum... Oh, was in aller Welt war das? Aber was ist denn jetzt mit diesem dämlichen Sternstab los? Glück. Ja, du billiger kleiner Feigling. Der Kampf fängt gerade erst an. Wenn du meinst. Da setzt nochmal den Sternstab ein, wie süß. Oh ne, ich wurde vergiftet. Ach Mensch. Mal schauen. Oh, 20. Jui. Geht wechseln. Dushi, komm schon. Du kannst auch mal Spucke einsetzen. Wunderschön. Glück. So. Hier setzt das ruhig ein, damit habe ich kein Problem. Das wird ein sehr langer Kampf. Ich denke mal, jetzt habe ich's. Nein, er heilt sich. Oh, ouch. Nein, mein Partner. No. Gut, ich werde es trotzdem überleben. In der nächsten Runde. Nein, der wird sich heilen, ne? Der wird sich nicht heilen? Ach, das ist sehr verwunderlich. Aua. Weißt du was, Mario? Einfach nur, weil wir es können. Jetzt im Himmelskuss ein. Und du machst nochmal Spocker. Nein, 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 nein. Okay, das reicht. Wow, du bist nicht schlecht. Wie bist du so stark geworden? Aber trotzdem bist du und bleibst so ein kleiner Nervensäge. Ich habe mich gerade erst aufgewärmt. Nein, lass mich in Frieden, Mario, hilf mir. Wenn du Prinzessin Peach retten willst, solltest du mir besser folgen. Lass mich raten, dahinter ist jetzt bestimmt so ein Highblock. Und ich habe mich umsonst mit Sternpunkten geheilt. Hm? Aber ein Speicherpunkt ist. Willkommen zu deinem Albtraum. Du solltest mir dankbar sein, Mario. Da du schon seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet. Gefällt sie dir? So sitzt in der Falle. Wie fühlt man sich da, hm? Mario, sei vorsichtig. Du bist uns in die Falle gegangen und du nennst dich selbst Held? Hast du geglaubt, wir wären dumm genug, einfach zuzusehen, wie du einen Stern nach dem anderen rettest? Auch ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine Maschine, die Bowsers Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die vereinte Macht der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Dank meiner Weisheit wird er nun unwahrlich unbesiegbar sein. Seid ihr bereit, mein König? So nehmt die Kraft in euch auf. Steck ihn rein. Ich meine, nevermind. Oh ja. Oh, Kammy Koopa, das war unglaublich. Ich fühle mich, als würde ich vor Kraft bersten. Jetzt werde ich diese dreisten Klempner für immer besiegen. Ey, du Mario, jetzt liegen die Dinge etwas anders, du schnauzbärtige Pappnase. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Könnte den wieder scannen. Das mache ich auch mal. Bowser, der Bürstekönig. Ich glaube, er ist größer geworden. Kein gutes Zeichen. Maximale KP 99, Verteidigung 2. Er beherrscht viele verschiedene Attacken. Von Feueratem bis zu Stampfattacken. Feuerattacken jetzt 10. Klauenattacke 8. Bin mir sicher, dass er noch etwas anderes auf Lager hat. Kammy Koopas mysteriöse Maschine hat ihn irgendwie seine Kraft verstärkt. Das ist ziemlich unfair. Wenn er den Sternstab einsetzt, solltest du sofort mit dem Sternstrahl kontern. Oh, du wusstest das schon? Jo. Ich booste mich da mal wieder, ne? Glück. Machen wir das auch mal dreimal. Vielleicht wechsle ich mal auf was? Mist. Es ist an der Zeit, meine Kraft durch den guten alten Sternstab zu erhöhen. Sternstrahl. Was? Du Idiot, die schwache Attacke kann mir gar nichts anhaben. Oh, wir haben ein Problem, Mario. Der Sternstrahl funktioniert nicht. Oh nein, Mario. Was kann ich nur tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen. Irgendjemand muss Mario helfen. Warum musst du eigentlich ständig deine Fressleiste offen haben? Sei endlich still. Twink to the rescue. Oh, Prinzessin Peach, bist du in Ordnung? Ich befreie dich von diesen Fesseln. Twink, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Du unverschämte kleine Sternenkind, wie kannst du es wagen? Kleiner Heißsporn, du bist viel zu klein, um gegen mich kämpfen zu können. Ich habe keine Angst vor dir, Evolution. Und sei vorsichtig, Twink. Wimpler. Ja, hat mich das was gekitzelt? Was war das denn? Fokus auf Twink. Oh, Twink. Nur A3 Schaden. Au, du mieses Frettchen. Du kannst also doch ein wenig kämpfen. Okay, Peach boostet Twink in dem Sinne. Ja, was geht hier vor? Täusche ich mich oder wird dieses Sternkind immer stärker? Batterieleistung ist da. No, not jetzt. Und nochmal Rempler. Nicht bitte Peach Fokus bekommen. Kann ich Peach als Partner bekommen, bitte? Das kann nicht sein. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh nein. Jetzt erinnere ich mich wieder, die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Prinzessin Peach geben diesem Sternkind seine Kraft. Tschüss, Kammy Koopa. Oh, König Bowser, ich habe versagt. Oh ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir Mario retten. Aber was kann ich tun? Ich weiß es, Prinzessin. Wünsch dir etwas. Genauso wie du es bei mir gemacht hast. Wünsche dir etwas, damit die hohen Sterne mehr Kraft erlangen. Denke an das Königreich, den Sternhafen, Mario. Schicke einen Wunsch an die Sterne, während du an all diese Dinge denkst. Wenn dein Wunsch stark genug ist, wird er die Sterne erreichen und ihren Kraft geben. Gut, Twink, ich werde es versuchen. Ich werde Mario helfen. Peach, believe it. Was ist los, Maya? Kann es sein, dass dich die Kraft verlassen hat? Du solltest mehr trainieren. Oh, ich fühle, wie die Kraft in mich strömt. Ehrenvolle Sterne, ich werde alles tun, um euch zu helfen. Twink? Was für eine Überraschung. Ich fühle, wie uns die Wünsche der Prinzessin und des gesamten Königreichs mit Kraft erfüllen. Vielleicht können wir nun gegen Bowser Stärke ankommen. Jetzt, Mario, gib nicht auf. Wir stehen alle hinter dir. Erfange unsere Kraft und gib dein Bestes. Setze den Sternstrahl ein. Sternstrahl wurde stärker. Er heißt jetzt Peachstrahl. Mario lernte Peachstrahl. Was geht hier vor? Mario, stehst du noch immer? Gib einfach auf, du wirst mich niemals besiegen. Oh, ich bin voll geheilt, dankeschön. Der Peachstrahl. Eigentlich müsste der Strahl jetzt voller Peaches. Peaches. Schicken. Guck mal, der Twink ist jetzt auch noch dabei. Oh, Mann, ist das rosa. Oh, was soll das? Die Kraft des Sternstabs ist erloschen. Ich wechsle mal auf Watt. Und dann einmal Turbolader. Jetzt booste ich mich erstmal. Aber 3 Runden. Halleluja. Elektrohieb. Ich booste mich jetzt einfach bis ins Messliche. Okay, du setzt den Strahl ein, habe ich kein Problem mit. Ja, weil der mich angegriffen hat, ist meine... Oh, nö. Seriously? Tatsache. Ich habe Lebensplätze, von daher. Ich sollte mich aber gleich mal heilen, ne? Autsch. Nein. Ich mache 11 Schadenproben, also von daher. No. Dieser Kampf ist noch nicht vorüber. Also ich möchte noch mal kurz gucken, wie viel Bombette macht. Auch noch 5 Schaden. Ich denke mal, wir kriegen das hin. Einen Großteil haben wir ja schon geschafft. Dann wechsle ich mal wieder auf Blatt. Das ist zumindest kostenlos mit dem 5 Schaden. Du Arsch. Was ist los? Der ganze Controller geht nach und nach leer. Na gut, ich habe noch 2 Ersatzcontroller, von daher wird eigentlich alles gut gehen. Hoffe ich. Glück. Jetzt ist ja mal gut, ne? Du nervst. Ich weiß nicht, ob das was bringt, deswegen ich einfach nur Sternstrom ein. Ich blende jetzt einfach die Attacke. Hörst du mal auf, dich zu heilen, das nervt. Und ich werde mich jetzt boosten, was das zu erkältet. Boah, es macht so keinen Spaß. Jedes Mal muss ich jetzt beim Boost wieder anmelden. Meine Batterieleistung, heute ist der Wurm drin. Jetzt beim Blut schon wieder weg, Mann, du Arsch. Bitte sag mal, dass du den paralysieren kannst. Ja, super. Super. Nochmal 8 Schaden. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach ständig meine Boosts wieder weg. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Nerv drauf. Ich muss sich vom Anfang an Mario boosten. Ich kann Bowser nicht paralysieren, ich kann damit gar nichts machen. Ich muss jetzt Lebenspilz opfern. Ich muss dem Schaden machen. Da heilt sich jedes Mal mit 3 Punkten. 30 Punkte. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Wie viele Lebenspilze habe ich noch? Kein mehr, toll. Lass mich raten. Okay, du setzt. Das ein, das ist gut. Vielleicht tun wir es jetzt doch hin. Nee. Hab schon verloren. Hab schon verloren. Ey, das ist nicht mal lustig. Lass mich an, der heizt sich jetzt wieder, ne? Nein, danke. Er heizt sich mal nicht, du Hau. Den neuen Schaden nehme ich nochmal im Kauf. Das könnte es jetzt tatsächlich gewesen sein. Na, jetzt ist es auch ja. Aber jetzt bist du Geschichte. Halleluja, was für ein Nerv. Oh nö, Mario hat mich besiegt, schon wieder. Immer besiegt er mich, diesmal war ich unbesiegbar. Und trotzdem hat er mich besiegt. Oh verdammt. Glück. Ja, das war wirklich Glück. Du hast den Sternstab zurückerobert. Entschuldigung. War jetzt ein bisschen mies. Hoppala. Oh Mario. Ich hab das gehört. Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Danke, Mario. Was, wie? Ich bin wach. Was ist los hier? Das war nicht Teil meines Plans. Jo, Kammy Koopa, was soll dieses Beben? Ey, Eure Hoheit, der Kampf mit Mario war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlitten hat. Ja, eigentlich ist sie völlig im Eimer und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber sowohl eure Festung als auch dieser Ort hier fliegen gleich in die Luft. Wir müssen fliehen, mein böser König. Wir haben keine Wahl. Was, bist du sicher? Das ist ein großes Problem. Lass uns verschwinden. Wie? Oh, es war mal wieder ein Schusselofen. Bing. Oh, ist das grell. Oh Mario, ich danke dir. Du hast es geschafft. Du hast unseren wertvollen Sternstab zurückgebracht. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Frieden in unsere Welt zu bringen. Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen. Das alles ist nur dir zu verdanken. Wenn du in den natürlichen Himmel blickst, nächtlichen Himmel meinte ich natürlich, soll das Glitzern der Sterne das Lob für deinen Mut sein. Sieh die strahlende Funken und sei dir unserer Dankbarkeit gewiss. Jo Leute, du hast es Bowser so ordentlich gezeigt, Mario. Du hast es ihm richtig gegeben. Deine Kraft ist beeindruckend. Ich wusste, du würdest es schaffen. Mario, es seid ihr versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen. Es muss alles sehr schwierig gewesen sein, wir werden es dir nie vergessen. Ich hoffe, Bowser hat eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen. Vielleicht benimmt er sich jetzt endlich. Obwohl, ich glaube, dass die Chance dafür sehr schlecht steht. Aber was soll's? Werte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dafür sind, was du für uns getan hast. Du solltest deine Batterie jetzt wieder aufladen für Paper Mario 2. Die Hoffnung ist nun sowohl in den Sternhafen als auch ins Königreich zurückgekehrt. Wir stehen in deiner Schuld, Mario. Und Twink, ich muss sagen, du hast dich mehr als nur bewährt. Du hast bewiesen, dass du ein erwachsener Stern bist. Ach, hört auf. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, wieder in den Sternhafen zurückzukehren. All die anderen Sterne warten schon auf uns. Die Zeit ist gekommen, voneinander Abschied zu nehmen, Mario. Möge die Sterne für alle Zeiten über dir strahlen. Mario, auch ich möchte dir danken. Und Prinzessin Peach, es war mir eine Ehre, dir in Zeiten der Not beizustehen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu erfüllen. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, Twink. Du bist mir stets ein guter Freund gewesen. Prinzessin Peach. Ach, nichts. Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde dich nie vergessen, Prinzessin Peach. Auf Wiedersehen. Leb wohl. Oh, Abschiede sind immer traurig. Ich hoffe, meine Controller machen ein bisschen Grids noch mit. Oh, so war das also. So hast du also den Sternstab vom Bowser zurückerobert. Sieht so aus, als hättest du wieder einmal Geschichte geschrieben, Bruder. Der Palast steht wieder an seinem alten Platz und alle sind wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Und du hast zu guter Letzt wieder geschafft. So wie du es immer tust. Du bist zwar schon seit ein paar Tagen wieder zurück, aber ich wette, du fühlst dich, als ob du noch immer auf einem Abenteuertrip wärst. Ach übrigens, deine Freunde, die mit dir gereist sind, ich frage mich, was sie jetzt wohl machen. Goombario! Hey Parakarry, was gibt's? Ich dachte, du würdest wieder Briefe zustellen. Das mache ich auch. Dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich bin hier, um dir einen Brief zu überbringen. Er ist von Prinzessin Peach. Wie? Von Prinzessin Peach? Wow, was sie mir wohl schreibt. Lies ihn und finde es heraus. Ich muss noch mehr Briefe zustellen. Danke, Parakarry. Bis dann. Arbeite fleißig, Kumpel, und pass auf dich auf. Hey, Goombario, was hat Prinzessin Peach geschrieben? Lass mich sehen. What's up, Goombario? Huch, das ist die Einladung zu einem Empfang im Palast. Hier steht, die Prinzessin gibt einen Empfang und ich bin dazu eingeladen. Wow, wow, wow. Das sind eigentlich alle Smash-Briefe. Batman und Shygeist haben sich angefreundet? Sushi! Yoshis! Yoshi, yabba. Nein, nein, nicht Kolorado. Koopa, was machst du bei Kolorado? Also dann, Gentlemen, es ist an der Zeit, die frostigen Höhen zu Kristallpalast zu erklimmen. Koopa, alter Junge, du übernimmst die Führung. Deine Erfahrung ist von höchster Wichtigkeit für den Erfolg unserer Expedition. Ja, überlass das nur mir. Ich kenne den Ort wie meinen eigenen Panzer. Koopa. Huch, Parakarry, was führt dich hierher? Oh, endlich geschafft. Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Peach. Oh, wow, das ist eine Einladung zu einem großen Empfang im Pilzpalast. Sie kommt von der Prinzessin persönlich, das ist sogar ihre Unterschrift. Und ihr Siegel und alles cool. Auf keinen Fall darf ich das verpassen, aber ich kann dieser Expedition nicht einfach den Rücken zukehren, nachdem ich Professor Kolorado mein Versprechen gegeben habe. Du hast was? Ich sollte hier bleiben und... Oh, Dummbatz, Holzbirne, sei nicht blöd, Junge. Solch eine Einladung abzulehnen wäre schrecklich unhöflich. Das ist eine einzigartige Gelegenheit. Du gehst sofort zu diesem Empfang, verschwende keine weiteren Gedanken an mich. Der Empfang wäre ruiniert, wenn der Held von Koopa heim... Nein, der Held des gesamten Königreiches nicht anwesend wäre. Wie, ich wusste, Sie würden das sagen. Professor Kolorado, Sie sind so großzügig. Ich werde gehen. Ich hoffe, ihr Leute kommt auch ohne mich zurecht. Ich gehe auf den Empfang. Oh, Kolorado, für Sie habe ich auch eine Nachricht. Wage es nicht, nach Hause zu kommen. Du streunender Hanswurst, du nichtsnutziger Ehemann. Das war eine Nachricht von Ihrer Frau. Kolorado... Sie sind schon wieder auf Expedition gegangen, ohne ihrer Frau Bescheid zu sagen. Habe ich recht? Junge, war die wütend. Oh, meine Güte. Parakarry, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Das ist eine Krisensituation, alter Junge. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause zurück. Njung. Was? Hast du daraus auch etwas gehört? Ich gehe mal nachgucken. Hey Bruder, rate mal. Parakarry war gerade hier und hat eine Einladung zum Empfang von Prinzessin Peach gebracht. Er sagte, er sei auch eingeladen und er würde uns treffen, wenn wir im Palast eingetroffen sind. Und jetzt sollten wir auch los. Ich habe ein Déjà-vu. Ein ziemliches Déjà-vu. Obwohl ich aber wirklich rechtzeitig zoome. Okay, hör zu, Mario. Ich laufe raus. Es gibt noch etwas Wichtiges, das ich tun muss. Um was es geht, tut mir leid, Bruder. Das ist streng geheim. Denn ich gedacht, dass ich wirklich noch zum Release fertig werde. Oh, guck mal, ganze Familie ist hier. Ne, keine Quests, ne. Ich möchte jetzt einfach nur noch die Story beenden. Oh Gott, Kolorado weg hier. Yoshis. Yoshi, yabba yabba. Mario, willkommen im Palast. Prinzessin Peach muss jeden Moment hier sein. Meine Damen und Herren, Prinzessin Peach. Seid mir alle gegrüßt. Ich bin sehr froh darüber, an diesem besonderen Tag so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Der Sternstab, den Bowser gestohlen hat, befindet sich nun wieder sicher am Sternhafen. In unserem wunderschönen Königreich herrscht nun wieder Frieden. Die Sterne über uns leuchten noch schöner und heller denn je zuvor. Es scheint, als wollten sie uns so ihre Dankbarkeit zeigen. Mario, Goombario, Koopa, Bombette, Parakarry, Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester und all meine Untertanen im gesamten Königreich. Nur dank eurer Bemühungen herrscht wieder Frieden. Mein Dank sei euch gewiss. Ohne euch wäre dieser Tag niemals gekommen. Ich hoffe, das Königreich wird nun für lange Zeit den Frieden genießen können. Vielleicht sogar für immer. Ach, was machen wir daraus? Wird eh nicht passieren. Aber das ist mein Herzenswunsch. Und nun, lasst uns feiern. Genießt das Fest. Was hat eigentlich Luigi gemacht? Es bleibt ein Geheimnis. Er macht eine Parade. Gut, dann würde ich mal sagen, ich klinke mich hier raus. Ihr könnt die Credits gerne noch genießen. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder bei Paper Mario 2. Bis dahin. Tüdelü.